Was wir ebenfalls hier sehen, ist die Karama. Dieser Hadith ist ein Delil dafür, dass es sowas wie Karamat gibt. Was ist eine Karama? Was ist der Unterschied zwischen einer Mu'jiza und einer Karama? Die Mu'jiza betrifft die Propheten. Al-Mu'jiza tu amrun khariqun lil'ada ma'at tahaddi. Die Mu'jiza ist ein Bruch mit der Normalität, sagen wir es mal. Normalität. Verbunden mit einer Herausforderung. Verbunden mit einer Herausforderung. Das passiert nur bei den Anbiya. Wie zum Beispiel die Mu'jiza des Koran. Die Karama ist ebenfalls etwas Unnatürliches, Ungeläufiges, muss nicht unbedingt ein Bruch mit den Naturgesetzen sein, aber etwas Ungeläufiges, also in dem alltäglichen Leben nicht geläufig, das stattfindet zur Unterstützung eines frommen Menschen oder zur Unterstützung der muslimischen Gemeinschaft. Wie das hier der Fall war, der Junge, wir haben hier einmal die Erhörung von den Bittgebeten, dann haben wir die Vorfälle, diese wiederholten Mordversuche, denen er auf die seltsame Art und Weise entkommen ist. Ebenfalls das mit dem Stein, den er geworfen hat. Und da ist die Rede von einem großen Wesen, das muss kein Monsterwesen oder so gewesen sein. Ja, einfach ein großes Tier, Meshi.